Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftatic 11 mit mir, Bossy GHG. Schön, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Ich hoffe, es geht euch allen soweit sehr gut. Es ist mal wieder Zeit, nachdem wir halt einfach jeden Tag so viele Stunden reingeballert haben in dieses Loch, heute mal wieder weiter zu bauen, weiter an unserem großen Bauprojekt was zu machen. Die Folge wird wieder mit super viel Content vollgestopft sein. Wir werden so viele geile Sachen erleben. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 600.000 Abonnenten knacken können. Vielleicht auf dem 2-Kanal. Ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und ja, ich habe ultra wenig geschlafen. 5 Stunden Schlaf, Intus, falls man das in der Folge heute merken sollte. Weil, der ein oder andere MLG nicht sitzt. Entschuldigt mir das. Ich habe heute wirklich Geiles vor. Wir werden uns heute ein bisschen darum kümmern, vielleicht die ersten grünen Blöcke jetzt halt so wirklich in das Loch zu platzieren. Denn wir haben ein riesiges XXL-Projekt. Das ist das hier, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ein Loch. 175er Durchmesser ganz oben. Dann wird es immer wieder kleiner. Mehrere kleinere Kreise, die am Ende ein Konstrukt ergeben, das ein naturhafter, grüner, sehr, naja, mysteriöser, mystischer Tempel am Ende ergeben soll. Und glaubt mir, das wird am Ende eine sehr, sehr coole Sache. Und ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam heute mal wieder eine nice Zeit zu haben. Wir werden natürlich auch wieder andere Sachen machen, mit den anderen Leuten alle ein bisschen chillen und bestimmt sehr interessante Talks haben. Freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf. Nur, ich sag euch ehrlich, momentan, ich verbringe mehr Zeit in Minecraft als im Real Life. Also, mit Schlafen. Real Talk. Also ich spiele doppelt so lange Minecraft, wie ich schlafe am Tag. Ja. Wir gehen mal in die Gruppe. Mal sehen, was die Leute zu uns... Oh mein Gott, Digga. Yo, ich schwöre auf alles, yo, gut. Yo, 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 yo. Was geht, Mann? Ey, nicht was viel. Was geht? Ja, ich habe heute eine Sache gemacht, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe und ich nicht, also weiß ich nicht, ob das eine Errungenschaft ist, auf die ich stolz bin. Machst du einen Gommelmod? Nee, ich bin heute einem Lieferauto hinterhergefahren mit dem Auto. Voll cool. Digga, warum nicht? Was? Aber so warum hast du das noch nie gemacht? Habt ihr das schon alle gemacht? Ja. Habt ihr schon mal gemacht? Ja, ich bin mit dem Fahrrad hinterher. Mit dem Auto aber auch. Man sieht, dass er gerade so von der Auffahrt wegfährt und man selber fährt gerade drauf und dann fährst du direkt hinterher. Okay, krass, ich hab gedacht, das wäre... Oder wenn so DHL oder so ein Scheiß kommt, du hast... Ich dränge den dann von der Straße ab. Das ist diese Notification, wo die gerade sind, das ist so eine Live-Map teilweise. Max, hast du das auch verfolgt mit einer Live-Map? Ja, das nicht, nee. Also ich hatte dass das, nee, da so, das ist verboten. Dass so eine Live-Map kommt, wenn da halt nur noch so ein paar Stops entfernt ist. Und dann steht da so, nächster Stopp ist bei mir. Und dann war er nicht da und ich kriege Benachrichtigung, dass das Paket nicht zugestellt werden konnte, weil ich nicht da war, wo ich zu Hause war. Bin ich ins Auto und bin ihm hinterhergefahren einfach. Boah, ist aber besser. Und hast ihn aus dem Auto gezogen. Was meint ihr mit TDR fahren? Also ich denke mal halt einfach ihm hinterherfahren, oder? Hä? Aber was ist daran so krass? Naja, sorry, du versuchst ihn... So ja, sorry, James Bond. Dass du krassere Verfolgungsjagden machst. Ich versteh's echt nicht. Heiko? Ja? Ich würde mir ganz gerne mal bei dir was angucken. Boah, willst du den Mutter sehen? Ich will, Bro, Heiko, du bist ja nicht immer da dran, oder? Also so Zwinker? Nee. Ich kann mir sagen, um was geht's? Was hat Heiko gebaut? Was Heiko? Eine Stone Farm, oder? Hä? Gibt's doch unendlich. Ja, stimmt, voll doof. Wird Stone automatisch gefarmt? Ja, wird Stone automatisch gefarmt. Strong. Komm mit. Sehr beeindruckend. Das ist aber eine typische Heiko-Sache, ne? Was denn die Farm? Ja, das ist ein richtiger Heiko. Hast du eine Spitzhacke dabei? Ich habe eine Spitzhacke dabei. Hast du einen Trident dabei? Ich habe auch einen Trident dabei. Da oben ist sie. Okay. Da oben betreten ist sie. Auf eigene Gefahr. Du musst ein bisschen... versuch am besten dorthin zu springen, wo ich bin. Nicht zu weit hoch. Yeah. Bro. Der V12 B-Turbo. Alter. Ist das eine heftige Maschine? Also wirklich auch Respekt, Heiko. Es hat ein bisschen gedauert. Bro, ist das eine mächtige Konstruktion. Und da werden jetzt nicht ohne Grund 2, 4, 6. Bro, stehen da 2, 4, 6, 7, 14 Doppelkisten? Achso, ja, die hab ich nur so dazu gemacht. Ich glaub, ja, Bro, das sagt, wenig, aber, ja. Das sagt schon ein bisschen was aus. Erkläre mir, was ich machen kann. Du rechts kriegst den Notebook neben dir, stellst vielleicht deine Sounds lauter. Weil sonst straight to dank und dann guckst du gerade nach vorne und hast links gedrückt. Soll die lauter machen? Leiser, sorry. Hab ich lauter gesagt? Ja. Okay, nee, leiser. Leiser ist besser. Und den Notenblock. Einmal rechts klicken und dann links. Ja, einfach mit, dann einfach rattern. Ja. Digga. Da kommen sie. Oh mein Gott. Ich fühle mich frei. Bro, ist das unfassbar. Das rattert. Ja, das war's. Spitzhacke kaputt. Bro, ich habe von dir Pickaxe komplett neu innerhalb von 5 Minuten kaputt gemacht. Ja, Bro, also das ist, also so viel kannst du ja nicht bauen, wie du hier farmen kannst. Was kriegst du hier in einer Stunde raus? 70.000 ungefähr.
Bro, ich kaufe zwei. Nee, du kaufst nicht, ich baue den nicht auf. Ich baue den nicht auf. Ja, jetzt glaube ich dir. Ich würde aktueller Stand sagen, ich würde mich sehr, sehr gerne darum kümmern. Ja, also was eigentlich easy ginge, ich glaube zum Bauen ist das echt weitaus chilliger und das werde ich jetzt tun. Wir werden die Wände alle begradigen. Das bedeutet, es wird hier so oder so an dieser Wand zum Beispiel wird nochmal was rangebaut. Das ist an sich ja mehr oder weniger sowieso schon klar. Nur was ich machen möchte ist, ich werde hier alles mit Cleanstone einen Block hochziehen und dann an diesen Cleanstone-Wänden das eigentliche grünliche steinmäßige Design dann halt ranpacken, weil ich glaube, dass das besser ist so zu bauen, als würden wir... Ja, ich stell's mir... Es kann sein, dass es ein unnötiger Arbeitsschritt ist, den ich jetzt machen möchte. Aber ich glaube, dass das mir beim Bauen schon helfen wird. Glaube ich zumindest. Ich überlege, ob ich eventuell die Wände hier so begradige, dass ich einfach, also alles Cleanstone eben reinpacke und einfach jetzt in diesen Graben einfach alles hochstecke. Dann haben wir einerseits das direkt clean, weil diese Wände außen... Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Weil das ist ein bisschen schwer zu erklären. An diese Wand wird gar nicht so viel Grünzeug rankommen, weil hier große Pfeiler stehen werden. Aber gibt das irgendwo geometrisch ein Problem? Wenn ich das jetzt alles hochziehe und dann an die Wände einfach die Blöcke platziere, dann wird ja halt alles halt um einen Block nochmal kleiner. Aber das ist ja kein, also das ist ja nicht schlimm, oder? Ich glaube, das machen wir. Aber symmetrisch, oder? Ja, also symmetrisch wird es schon... Symmetrisch wird es trotzdem schon bleiben, ja. So, ich wollte ganz kurz mir die End-Chest snacken. Also eine Sache steht schon mal fest, was wir machen können, ist auf jeden Fall diese Fläche hier erstmal sozusagen die Fläche zum Stehen machen müssen. Und das machen wir erstmal aus Cleanstone. Trotzdem. Ich zähle auch die ganze Zeit. Ich mach Kreis. Ja, same. Ja, geil, Alter. Ey, lass Kreis-Partys werden. Okay, hey, okay, dann zählt jeder zählt mit seiner. Ja, genau, ich bin gerade bei 4. Na, habt ihr, warte, ganz kurz, haben wir alle den gleichen? Ich hab einen 75er Durchmesser. Ich auch! Was? Halt's auf! Nein, du hast bei mir zugeguckt. Wo sehe ich den Durchmesser? Nein, ich hab 75er, ich schwöre, Stegi. Durchmesser, was ist das? Nee, mein Kreis hat ein Loch. Hey, aber was ist ja ein Kreis. Nein, Stegi, nein, du machst dich auch wirklich einen 75er. Wir haben 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, Turn 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Hey, Jim, was? Ich glaub schon, ja. Ich glaube, den hatte ich, 1, ja. 1, 3, 3, turn up. Ich glaube, den hatte ich for real. Meine Tiere sind weg. Ich also hab sie nicht gestorben. Es sind auch gestern ein paar gestorben, das hast du jetzt nicht vergessen, ne? So. Ja, also der Frosch hat sich, glaube ich, umgebracht, oder? Ja, der Frosch hat sich. Ihr müsst es jetzt nicht noch neunmal sagen. Er ist tot. Aber hier hat sich irgendwer. Ich klicke das Bild an im Chat. Bro, meine Tiere stehen am Abgrund. Die werden. Hä, bedroht, wer, Bro, wer hat dir das Kühlschrank geschickt? Wer hat dir das Kühlschrank geschickt? Was? Hier ist ein Buch, Bro, da steht, ich soll mich entschuldigen. Und ich habe 24 Stunden Zeit, mich zu entschuldigen. Liebe Grüße, Moritz. Und ich dachte, du warst das, Hugo, aber ich meinte auch schon, du weißt anscheinend auch nichts. Ich meinte schon, ich glaube, du bist nicht smart genug, um dir den Namen Moritz auszudenken. Ja, das stimmt, ich war's wirklich. Ich glaube, du hättest nicht Moritz gepickt. Du hättest einfach Hugo hingeschrieben, weißt du, ich meine? Ja. Hugo rückwärts geschrieben. Aber jetzt für diese Beleidigung wird morgen noch ein Buch da sein. Ja, das stimmt, aber... Digga, herrlich. Oh mein Gott, boah, die alle den Mann, wer es war. Nein. Wer war es? Yo, geil, Mann. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Wer? Ist er hier im Call? Veni, wo sind meine Tiere? Nein! Nein! Die ganze Zeit! Nein, ihr wusstet das die ganze Zeit? Nein! Nein! Oh mein Gott, ihr... Veni, wo sind die Tiere? Was für Tiere? Wo sind meine Tiere? Bro, warum bin ich da jetzt reingezogen? Was für Tiere? Du bist der Einzige, bei dem ich mich entschuldigen müsste. Naja, ist er wirklich der Einzige? Naja, ja, ich denke schon. Was Weil, ist mit mir? Also, ja, du auch, aber du bist zu blöd, um Moritz sich auszudenken. Deswegen. Ja, okay, verstehe. Da stand halt liebe Grüße Moritz, da wärst du niemals drauf gekommen, Bro. Ja, morgen kommt ein Paul, ich sag's dir.
Paul, siehst du? Guck mal, wenn da steht, liebe Grüße Paul, Real Talk, dann wäre ich auf dich gekommen. Ne? Aber Moritz ist ein zu smarter Name. Bro, wer ist jetzt, Wedi, du bist es, oder? Moritz. Bin ich Moritz. Moritz. Ich bin der Moritz, Alter. Geh mal Ski fahren, Alter. Oh, Press, Ski, mir reicht mir gut noch. Mein Name ist Herr Moritz, heute ein weiterer Date. Die Hütten fliegt halt in die Luft, zerfickt. Bro, wer ist jetzt Moritz, Digga? Ich hatte mal einen Cousin, mein Cousin heißt Moritz. Mann, das ist mir egal, Norix, what the fuck? By the way, ich glaube, ich werde nicht überall diese Steinwände hochziehen, das wird zu aufwendig. Was ich jetzt aber mache, ist hier den Boden. Wir machen jetzt den 125er Ring, also den, und ja. Füllen aber nochmal den Boden sozusagen auf. Hey, Bossi! Yeah! Oh, wichtiger, der Skywars-Boss! Guck mal hier! Yeah! Oh, Rock'n'Roll! Yeah! Yeah! Wow, hast du Level? Ja. Ich brauch was. Hier, bitte, bitte. Mach das. Bitte. Sag Papa. Kriegst du das hin? Oh, Bro. Sag Papi, mein Kleiner. Ist das zu hart? Mein kleiner Matze. Wie geil. Danke, Basti. Hä? Wie cool. Hey, war einfach die Letzte. Definier Übernachtungsparty, bitte. Was für einen Kollegen. Ihr habt euch richtig... Ey, for real. Danke, wie gerne. Leute, wir können jetzt schneller sneaken. Ja. Ignoriert Norex, der gerade eine Story erzählt. Nein. Erzähl. Nee. Erzähl, for real. Jetzt zu spät. Nein. Du bist doch Tatverdächtiger Nummer 1. Was? Stopp. Kann man das was machen? Was ist, wenn wir einfach gucken, wer alles das schon gecraftet hat? Hä? Alter, Junge, ja. Wieso ist mein Hund hier? Wir haben jetzt, by the way, das jetzt hier gleich runtergetragen und dann werden wir die Steinfläche halt wie dort drüben, dann müssen wir das hier auf jeden Fall heute noch platzieren, das kriegen wir auch fertig, das wird nicht so lange dauern. Oh mein, nein. Das wird auch nochmal richtig scheppern. Es ist so viel Arbeit. Ich glaube, wir hätten uns wirklich Stunden an Arbeit gespart, wenn wir einfach ein bisschen größer gesprengt. Hä, dann hat er wirklich was mit dem Hund gemacht, aber irgendwas ist halt schief gelaufen. Diggi? Es wird Zeit für ein Gericht. Es wird Zeit für ein Scheißgericht. Es Let's wird wieder. Gänsehaut! Ich bin bei einem Gericht dabei! Da kehre ich zurück, Junge. Der Richter, der einfach immer Hugo verurteilt. Geil, das bin ich. Digga, Moritz, Mr. Böse, ist das scheiße. Lil Bro macht extra einen neuen Discord-Account. Warte mal, den habe ich sogar. Das ist Mo aus Köln. Der ist, das ist dein Account. Ja, also in Köln. Moritz, Mr. Böse. So nennen wir, also, das ist auch sein Name in Köln, actually, Mr. Böse. Mr. Böse. Mein Hund ist weg. Nein. Scheiße. Im Riech ist man da so doll. Nee. Digga, Kevin, der beleidigt die ganze deine Mutter. Basti GRG hat mich nicht an den Bändnis begraben. Mike war nicht nur ein Freund für mich, sondern er war ein Bruder. Ich habe schöne Momente mit ihm im Skywars erlebt und den Craft Attack. Aber alles endet. Und ich möchte, dass wir uns alle hier in eine Reihe stellen und nochmal 7 Luftschüsse für ihn machen. No, Männer, no stellt euch hin. No joke, so viel Werbung hat in Luxemburg noch nie wie in diesem Stream gerade. Musik mit, das soll ihm nur. Schüsse in 3, 2, 1, Peng! Nicht auf die Dings, Schüsse. Nicht auf die Dings. 3, 2, 1, Peng! 3, 2, 1, Peng! Reicht, Jungs. Hey, ich möchte. Oh mein Gott, halb mich! Danke, Basti, GRG! Oh mein Gott, wie ich die ganze Zeit verstanden! Was? Mike, 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 komm her, umarm dich! Zombie! Du Zombie, Digga, du Ehre, Digga, Zombie! Ich dachte, Zombie, Digga! Zombie! Fängst du heute noch an zu bauen? Naja, Leute, wir müssen ja trotzdem auch nicht terraformen, ne? Das ist ja auch, wie gesagt, sehr wichtig. Also man darf jetzt auch diesen Aufwand halt, der hier betrieben wird, man darf das halt real talk nicht unterschätzen, wie krass das halt eigentlich teilweise ist, diese Berge so runter zu ratzen. Digga, das ist so viel Kleinarbeit. Boah, es sieht ja eigentlich jetzt sehr, sehr gut runtergeratzt aus.
Wände hochziehen heute noch? Ja, nein? Wände, nein. Ich mach nur noch Boden. Also ich verzichte auf Wände, weil ich glaube, Wände wird zu lange dauern, Retalk. Oder meinst du, das ist... ganz... Hä? Oder das ist ein Ding von 2 Stunden maximal. Meinst du? Die unteren. Hä? Denk mir selber an die Wände hier. Ja, da, wo du stehst. Also gib Gott mal. Das glaubst du wirklich, dass es so schnell geht? Saga, es zur zweiten Stunde. Und die da drüber und die nochmal da drüber? Das wird länger dauern. Ich habe, glaube ich, hier an der hier unter uns, habe ich alleine... Ja, wobei es ging. Ja, dann lass es machen. Wenn du sagst, Bro, dann machen wir das. Heiko hat ja unendlich Steine, basically. Müssen wir doch das Siebset hier ersetzen? Nee, ich würde jetzt einfach Stein ran. Aber das Ding ist halt, dann wird es also, ne, Stein ran und dann kommen die grünen Blöcke, dann wird es halt nochmal. Also eigentlich ist es unnötig, weil es ist ja, die Wände sind ja schon gerade. Wenn, würde ich es, ja, genau, hier nicht machen, aber hier, wo es halt frei ist, dass es ordentlich ist, weißt du? Sozusagen jetzt, wo Deep Slate jetzt hier weiterführen würde. Ich check's nicht, irgendwie. Also, ne, da, wir haben doch da jetzt schon eine gerade Wand. Ja, genau. Und hier halt nicht, hier ist halt Luft. Und dann willst du ja einfach hier, sage ich mal, eine Steinwand davor machen? Nee. Nicht? Das ist schon hier drauf, das muss schon so. Guck mal, wenn ich nach oben gucke, muss da der Block sein. Hier kommt kein Stein ran. Check. Okay, so, dann, okay, genau, genau, das war das jetzt. Check, ihr seid so schlau. Ja, genau, du hast jetzt gedacht, wir platzieren jetzt hier Stein noch davor. Das ist mir ja, egal. Genau. Ich möchte einfach eine clean Wand haben, sozusagen. Ob das jetzt Deep Slate oder Stein ist, ist egal. Nur damit ich halt, sag ich mal, chilliger. Also, es ist halt zum Platzieren chilliger, wenn ich jetzt dann später mit Scaffoldings da hochgehe, als dass ich jetzt sagen muss, weil dann bin ich gezwungen, erst von unten das so hochzuziehen. Ja, okay, dann hast du auch recht, dass es schlau ist, die Wände hochzuziehen. Boss. Ja, geil, Mann. Dann machen wir das. Judy, naja, ich guck mir die Steine, wa? Nimm mal die. Alles unter Kontrolle. Nie gezweifelt. Klar. Juti, dann fahren wir mal ein bisschen, wa? Zacki. Ich hatte vorhin so einen komischen Rhythmus beim Abbauen, dass der erste Block mal so ein bisschen genervt hatte. Ja, das war bei Elements auch so immer. Oder? Die fahren halt perfekt. Also du machst halt einen Block pro Tick normal, aber wenn der Server nicht auf 20 TPS läuft, dann... Wichtiger ist am Verzweifeln, hier bitte. Ist ein bisschen schwierig, wenn es. Wichtiger, hey! Hallo? 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 Hörst du uns? ich höre euch, ja. Ihr seid ein bisschen irgendwie leise jetzt bei mir, aber I guess, ich höre euch wieder, ja. Hey. Ach, Mann, ich habe mein Kabel rausgerissen vom PC. Hä? Mann, und jetzt ist alles kaputt und jetzt habe ich mein Kabel irgendwo reingesteckt und habe alles umstellen müssen gerade. Welches Kabel? Ja, das war von Headset in PC. Steh nicht. Hallo. Hi. Hallo. Freut ihr euch auf End? Boah, ja. Das ist so krass. Ich find's, by the way, nicht so geil. Das ich auch nicht. Wir spielen halt, ich weiß nicht, was das für ein stärkerer Enderdrachen sein soll. Wir spielen so einen irgendeinen Mod. Achso, spielen wir nicht den normalen oder was? Ja, das wurde abgestimmt im Discord und das hat gewonnen leider. Ich find's wirklich nicht geil, weil... Aber vielleicht hat er nur so mehr HP oder so? Ja, ich bezweifle das ehrlich gesagt. Also ich sag ehrlich gesagt, oh nein, ich bin da nicht da. Das ey, Latten? Upload. Ich bin Platten? Da nicht da anscheinend. Latten, jo. Platten? Jo. Heute ist nix, oder? Nee, heute ist nix. Super. Genau, falls du immer die Ecken auch freilassen, ne? So wie du jetzt schon gemacht hast. 775444. Ja. Wo sind meine Subs? Ja, ich hab versucht, dir Subs zu geben, aber das geht gerade echt nicht. Also ich. Nein, Retalk. Musst Zahlungsmethode also, einmal abdings und dann nochmal neu hinzufügen. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist, Hugo, aber glaubst du, meine Kollegen so und so kennen dich? Ja, ne? So. Hast du mir schon mal gesagt, ja, die ja, okay, nicht. Okay. Und also der eine, das darf ich eigentlich nicht sagen. Der hat so ein Ziel im Leben gerade, weißt du? Ja. Der will dich kennenlernen. Hast du mir das nicht auch schon mal gesagt und ich habe da mit dem geredet? Nee, das war ein anderer, Das klingt so ein bisschen, als ob deine Klassenkameraden so 7-Klässler wären. Was also? nee, sind sie nicht. Hey, Mike, komm mal zu, ich habe da so ein Ziel. Ich würde gerne mal deinen Kumpel Hugo kennenlernen. Was ist das? Ja, wer sagt denn in der Oberstufe, yo, ich würde ihn gerne kennenlernen? Ja, deine will dir so einen Kuss auf die Stirn geben. Nein, darf er nicht. Warum nicht? Digga, weil das respektlos ist. Warum ist es respektlos? Nein, weil. Also, ich will ja nicht auf die Stirn geküsst werden.
was ist, wenn es Kevin ist? Ja, er darf. Und ich? Dürfte aber dein Freund darf nicht. Dürfte ich aus 2022? Nee, aus 2022 nicht, aber jetzt schon. Hey, Basti, ich hab unfassbar gute Neuigkeiten. Oh. Ja. Ich komm nochmal deine Dioden abbauen. Ey, Kevin, nimm die aber bitte. Stell dich bitte vorher in so einem Winkel hin, dass du halt auf jeden Fall nicht den Block abbauen kannst. Jojo. Kevin, bitte, bitte, bitte. Tu mir den Gefallen. Gib dir da Mühe. Versteh nicht, könntest du nicht einfach die Crystals an. Also, man sieht doch nicht, ob dieses X da ist oder nicht. Hä? Dann kannst du diese Kristalle auch an Dinge bauen, wo nicht dieses X dran ist, oder? Bro. Kannst du nicht von einer anderen Diode mit Silk Touch abbauen und dann einfach... Nein, Kevin, noch einmal, diese X-Blöcke, diese Spawner, die kann man nicht abbauen und irgendwo anders hin platzieren. Die sind... Nein, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ja? Du kannst doch von einer anderen Diode, von einer dritten Diode... Ja? Du kannst doch diese Crystals überall platzieren. Ja, aber ich möchte... Du könntest doch einfach so ein normales lilanes Ding dran machen. Ja, dann wachsen die aber nicht nach. Das geht ja darum, dass die da immer wieder automatisch nachwachsen. Ach so, denkst du, du brauchst die auch noch, oder wie? Ja, also das ist ja der Sinn. Das ist ja ultra geil, dass ich sowas habe in meiner Base. Mehr oder weniger die Möglichkeit, eine Farm zu machen, die halt integriert darin ist. Okay, das check ich dann. Okay, Basti, was ist dein Traumreiseziel? Ich will unbedingt mal auf die Pfarrerinsel. Boah, die sind crazy schön. Aber sehr abgelegen halt, ne? Ja. Unbedingt, also ich will, also was mich wirklich reizen würde, wäre auch mal wirklich nach Grönland. Würde ich mir auch gerne angucken. Ja, same. Island kickt mich auch richtig so ein bisschen. Ja, aber auch... Ist der schlafen gegangen? Ja, es sind viele Menschen schlafen gegangen. Hä? Ich meine Hugo. Oh, ach so. Aber Basti? Ich überlege gerade noch und... Ja, ich würde komplett Baltikum auch gerne nochmal. Also Lettland und Litauen würde ich auch nochmal gerne sehen. Ja, safe. Warum echt? Ja. So schön da, also die Städte, bisschen also, runtergerockt, glaube ich, so, aber das Essen und die Leute da, ich war so gut da und so günstig essen, das war so krass. Ja, das ist, also, ist underrated. Ja, wirklich voll. Ein Litauen, nicht Lettland, Mann, sorry. Litauen und Lettland. Check. Ja, das war heute wirklich tolles Roleplay, was wir hatten. Hat oh mein Gott, Basti, ich hatte ihn fast. Was? Oh mein Gott! Hast du es Oh mein Gott, ich hab ihn jetzt ich realisiert. Ich hätte ihn fast Volley genommen. Digga, was hast du gesagt? Hör auf, meine Check Bildschirme gesagt, zu benutzen! Ich hab ihn nur geguckt, Revi. Gebetet. Alter, der hat kein Aim. Ach du Scheiße. Mist. Digga, der hatte mich. Lass mich gehen, bitte, Revi. Bitte. Nein. Basti, alles Gute. Es ist dein Geburtstag. Checke den ganzen Tag. Check, check. Check, die check, check. Basti, hätte ich für dir Aktion Subs bekommen? Ja. Geil. Check, check. Sag mal einmal check. Nee. Checkt ihr manchmal, was das einfach ist? Es ist schon äußerst mächtig. Boah, meint, ich kann von hier da hinten reinwerfen. Oh mein Gott. Traum. Paul, das war zu laut. Aus. For real, ne? Das ist wirklich, ich krieg richtig so. Das hat das Wellen Fein, ne? Der, ja, Wellen der Freude. Wenn ich das sehe. Real Talk, ich sag dir ehrlich, das sieht ein bisschen aus wie eine. Also, sieht ein bisschen aus wie eine Felge. Das ist gut? Ja, okay, checke irgendwie. Stell dir vor, du brauchst einfach Crafting, einfach so eine große einfach Felge. Einfach so eine große Felge, einfach du legst deinen Reifen. Schau mal, wie cool das wäre. Schau mal, du bist einfach so YouTuber-Streamer, du bringst einfach so eine Felge raus als Merch. Einfach so, yo. Da steht so, Digga, da hast du dein Minecraft-Kopf drauf. Hast du nicht Hallo gesagt zum Nachbarn? Nein. Doch, ich hab gesagt Hallo, wer sind Sie? Hast du echt? Wer sind Sie? Kennt man Sie? Also, was du seit 8 Jahren da wohnt und sich wundert, was er da wohnt. Mister, was geht Sie das an? Mister, was geht Sie das an? Können Sie ein bisschen leiser sein? Nice, dass du es nochmal wiederholt hast, Hugo. Okay, jetzt vorbei, Basti. Nein, kein Spielstopp. Nein, hau auf, Basti. Hast du noch kein Postmodel? Hattest du schon ein Postmodel oder noch nicht, hä? Ich hab gar keinen Toten mehr in der Hand. Ach so, oha, du hast keins? Ja. Ah, du hast die ganze Zeit keins? Dann sag das, ich dachte die ganze Zeit, du hast eins. Bro, ich denke... Oh mein Gott, er zählt damit sein 3,5 Armor-Bars. Junge. Ich hab die ganze Zeit gedacht, du hast eins.
Warum sagst du nicht, dass du kein Totem hast? Du sagst es nicht einmal. Nein, warum hast du keins? Mann. Junge, ich war so tot gerade, ne? Ich mach jetzt meine Rüstung wieder ganz. Die Schuppe ist kaputt jetzt von eben. Mann. Bro, du musst 3 Redstone abbauen, dann ist die wieder voll, ne? Ja, ich mach's hier unten. Ich geh jetzt offline. Ey, Digga. Kommst du dran? Ja. Bist du halt wieder der Erste, der schlafen geht? Ja, aber morgen bin ich der Erste, der aufsteht. Und der Erste, der geht. Der Erste, der geht, also. Nee, der Zweite. Er steht zum ersten Mal als Erstes auf, weil er halt nach Hause fährt. Nee, bleib mal noch, bleib mal noch. Nein, ich bin wirklich sehr müde. Aua, aua, aua. Bist du ein kleiner Müdi? Ich bin ein kleiner Müdi. Oh. Ey, Hugo, kannst du dich AFK stellen? Nein. Warum nicht? wo denn? Bei der Goldfahne. Bist du morgen Level 1400? Ist doch geil. Boah, da krieg, okay, wenn ich 10% krieg. Von was? Von dem Kopf vom Gold. Ich brauch das Gold, ja. 5%. Geht zu schnell runter. Okay, hast recht, 10%. Nee, dann nicht. Schade. Ey, nein, ich mach das gerne für dich, Max. Ich wusste nicht, dass ich damit krieg. Ja, geil. Ich hätte dir auch 20% gegeben. Ich glaube mir eh Sachen, also ich hab's dir gesagt, Hugo. Okay, Leute, ich bin raus aus Minecraft. Ich, was? Ne? Gehst du auch? Nein, ich penne nicht. Ich muss nur, ein bisschen Mats zusammenfahren, dann warte ich, bis das fertig ist und dann verbaue ich das heute noch. Na, ja. Ich bin wahrscheinlich so 45 Minuten oder so im React und dann baue ich den Mats. Was? Ach so. Wieder weg. Okay. Was? Ja. So richtig. Ey, weißt du, ich schaff Rita keine Stunde mehr, ne? Ich mach fertig. Ey, wir müssen noch chillen. Ey, was macht ihr? Kann ich helfen? Lass uns gemeinsam als GHG verbünden und alle gemeinsam Basti aus seinem Loch helfen. Ja, jetzt kommt er auf einmal wieder, ne? Ich bin privat hier gerade. Na, wir brauchen nur noch Cleanstones, um jetzt das letzte Stück vom Ring hochzuziehen. Wenn ihr Cleanstone habt, dann kommt ins Loch. Aber ich farm gerade bei Heike schon. Ey, das sieht mittlerweile voll clean aus. Du baust quasi an die Wand was ran. Genau, ja. Aber ich wollte, also ich finde es geil, ja, wenn ich auch oben was ranplacen kann und so. Und jetzt nicht nur von unten nach oben hochziehen muss, weil das würde ich ein bisschen abfangen. Ich habe leider keine Pickaxe. Mach Fabus, Basti ist doch fast schon fertig. Ehrlich? Ich komme mit der ganzen Ladung. Ja. Weißt du, du bist so ein... Oh, es sind so viele Steine noch in der Kiste. Du bist so ein Motivation, du bist richtig pumped, das ist richtig gut, gefällt mir. Aber es wäre ja Quatsch aufzugehen, wenn das Ding nicht fertig ist. Ja, klar. Es ist doch noch nicht fertig. Schlafen ist auch Quatsch, Real Talk. Also in den letzten 2 Tagen 8 Stunden geschlafen ist auch echt nicht schön. Nee, 8 Stunden, 24 Minuten. Bro, Real Talk. Heißt, das ist noch nicht fertig, oder? Real Talk, das klingt jetzt krank oder so, aber ich glaube, ich stehe mir einen Wecker, um mir Klamotten anzuziehen, schlafe die Klamotten weiter. Und dann, wenn der klingelt, dann stehe ich sofort auf, spring sofort auf und renne runter. Aber bist du nackt oder warum kannst du nicht die Tür öffnen? Also mach ich noch einfach mit runter. Jo, moin, die Tastatur ist für mich. Moin, Alter. Moin, die Cherry Switches, die sind für mich. Die weiße Cherry. Hast du noch was für mich oder so? Hast du eine Maus oder was? Jo, hallo. Sind wir mit dem Loch fertig? Du stellst die letzten Blöcke gerade. Warte, ich geh raus. Das ist der letzte, glaube ich. Oh. War es der letzte? Das war der letzte. Von der zweiten Ding, ja. Ja. Dritten, vierten. Ja, von der, also. Ja. Boah, ist das heftig, ne? Boah, ihr seid solche Bosse, Feister, so ein King, ne? Ein absoluter Traum. Ey, Claps für das Loch, Ebene 2. Ah, ich bin so müde. Bazinga. Das sieht so geil aus. Komm, nochmal ein Powernap, mach mal noch ein paar Stunden, auf geht's. Jo, ich geh nochmal 24 Minuten schlafen und dann kommt schon der nächste. Warum machen wir jetzt das Äußere nicht noch zu viert? Nee, können wir mal so ein Trio-MLG machen, wo man so im Kreis. Oh mein Gott, war das clean. So ein Wasser, also ihr kennt ja dieses Banzai, wo man so gegenseitig Wasser mal runterwirft, ne? Ihr müsst mal in die Mitte von dem Loch, Alter. Und letztens sagt Norex zu mir, dass ich ein Banzai kenne. Ich dachte, Junge, mal... Mann. Du hast es doch auf Hunden, dachte ich. Ey, war das Feister oder ein Morax? Nein, ich auf keinen Fall. Ich hab damals... Hugo war das. Nein. Das war Hugo? Digga, das kannst du keinem erzählen, ne? Komm mal hoch. Warum? Nein, was ist das? Na, wobei, wisst ihr, was krass wäre? Einer ganz oben, einer Mitte, einer unten. Ich werf zuerst, oder was? Nee, ich darf zuerst. Ja. Und sobald der so ungefähr, weißt du, und dann wirfst du und dann, ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, ich mach. 3, 2, 1, go. Und ich springe. Okay, ich treffe ihn nicht.
Geh, 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 geh. Ich bin tot! Nein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, aber warum hat er kein Totem? Ich hab ihm doch eins gegeben. Wichtiger. Ja, aber ich sag euch ehrlich, er hat es auch wichtig drauf angelegt die ganze Zeit, ne? Ja. Wir haben Merle auch raus, chillig. Erfolg ist zwischen uns. Alright, Freunde, ich verabschiede mich. Ey. Bis morgen. Yo. Ciao, 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 ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Und damit geht ein weiterer Craft Attack Tag mal wieder zu Ende. Wir haben ein unfassbares, also sehr, sehr guten Progress. Die Steinwände, das soll nicht so bleiben. Das ist nur zur Hilfe, um dort Sachen halt eben besser zu platzieren. Das hat den simplen Grund, ich habe dann dort einen besseren Überblick, wo eben nochmal was platziert werden muss. Das sieht jetzt gar nicht so groß aus, weil jetzt alles so einfarbig grau ist, aber das ist ein 175er Durchmesser. Insgesamt geht das ganze Ding da fast 130 Blöcke von hier bis dort runter. Ja, Wichtiger hat leider seinen ersten Tod kassiert. Das hatte nichts mit unserer mit unseren MLGs hier unten zu tun. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und ich freue mich auf den morgigen Tag mal wieder. Und dann wird es auch langsam mal Zeit, dass es mal ein bisschen konkreter wird mit dem Platzieren von grünen Blöcken. Oh, Moment. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das hier die perfekte Battle-Arena. Was für ein Outro auch. Oh mein Gott. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao, ciao.